Steile Hänge als Symbol der Landschaft. Ein Alltag gekennzeichnet durch harte Arbeit und Entbehrungen, aber belohnt durch viel Zufriedenheit und eine etwas andere Lebensqualität. Die Rede ist von den Südtiroler Bergbauern. Einer dieser Südtiroler Bergbauern ist Norbert Leitner. Zusammen mit seiner Frau Maria, den beiden Söhnen Joachim und Florian und dem Onkel Sebastian bewirtschaftet Norbert Leitner auf 1300 Meter den Sanderhof in Eck oberhalb von Freienfeld. Schon früh hat Norbert Leitner gelernt, Verantwortung zu tragen. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren war klar, dass Norbert einmal den Hof von seinem Onkel übernehmen würde. Mit 18 Jahren war es dann soweit. Ja, ich bin auf dem Hof da geboren. Und meine Eltern haben halb im Hof gearbeitet, aber leider als Pächter. Im Hof hat mein Onkel gekehrt und der ist nachher verunglückt. Bin ich 14 Jahre gewesen und habe nie im Hof selben Krieg für den Onkel. Und haben versucht, den Hof weiterzuführen. Und mit 18 Jahren habe ich ihn auch richtig übernommen. Und 81 habe ich noch das Wohnhaus saniert. Und dann später die Garage und 93 noch in den Stall. Und für uns letzte Jahr haben wir noch in Tenner Hecht. Und alles, was wir also eingewirtschaftet haben für den Hof, haben wir wieder investiert und sind so ganz zufrieden. Trotz der harten Arbeit und der Entbehrungen hat es Norbert nie bereut, den Hof übernommen zu haben. Es sind vor allem die Liebe zur Heimat und die Verbundenheit mit dem Erbe der Vorfahren, die Norbert und Maria prägen. Sie sind Bergbauern aus tiefster Überzeugung. Das ist mein Heimat da und da bin ich aufgewachsen. Und das gibt uns etwas. Wir haben Bergbau gelernt und ich bin so frei. Bleiben wir bei denen. Zum Hof mit seinen 72 Erschwernispunkten gehören 7,5 Hektar zweimädige Wiesen, 1 Hektar Weide, 13,5 Hektar Almfläche und 46 Hektar Wald. Haupteinnahmequelle und Lebensgrundlage des Hofes ist die Viehzucht. Es ist nur die Schwiegermutter auf dem Hof. Und noch ein Onkel von meinem Mann. Und der hilft uns ziemlich viel mit, so viel er kann. Und hauptsächlich beim Holzkleben, das ist sein Hobby. Joachim besucht die Landwirtschaftsschule in Salern. Sein Bruder Florian geht ebenfalls noch zur Schule. An den Wochenenden und in den Ferien helfen sie am Hof mit. Das Arbeiten mit den 15 Stück Jungvieh und den 2 Kühen am Hof macht ihnen besonders viel Freude. Vorbildlich und mit großer Hingabe bewirtschaftet die Familie den Bergbauernhof. Mit viel Anstrengung wurden Wege instand gehalten und Durchforstungen ausgeführt. Die ganze Aufmerksamkeit galt der Verbesserung des Bauernhofes. Wohnhaus und Stadel sind in sehr gutem Zustand. Wie viele Bergbauernfamilien ist auch die Familie Leitner erschwerten Arbeitsbedingungen hoch oben am Berg ausgesetzt. Ja, im Winter ist ein Problem da mit dem Wind. Schnee haben wir relativ wenig die letzten Jahre gehabt, haben wir ziemlich viel Wind und nachher ist die Straße ziemlich oft verwandt. Da müssen wir halt zu Fuß gehen, zum Teil oft einmal arbeiten, oft einmal auch Schule müssen die Kinder gehen. Das ist das Problem. Neben der vielen Arbeit bleibt aber noch Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten. So ist Norbert Leitner seit 25 Jahren Mitglied der örtlichen Feuerwehr und im Ortsbauernrat. Die große Stärke der Familie Leitner ist der familiäre Zusammenhalt. Und die Gewissheit, sich auf den anderen verlassen zu können.
Selbstverständlich kann dieser Preis bei der Vielzahl von fleißigen Bauernfamilien, die ihre Höfe bewirtschaften, nicht allen gegeben werden. Und stellvertretend werden jedes Jahr eben einige Betriebe ausgesucht, auch heuer wiederum. Es wurden auch zum Teil Höfe in etwas tieferen Lagen mit diesem Preis ausgezeichnet, wie zum Beispiel Höfe in der Saarner Schlucht, die aber trotzdem unter äußerst erschwerten Bedingungen gearbeitet werden können. Die Bewirtschaftung dieses Hofes ist nichts für Menschen mit Schwindelgefühlen. Ja, wir sind hier auf dem Unterberghof in St. Jakob. Der ist in der Gemeinde Arental. Der liegt 1350 Meter hoch. Und ich bewirtschafte den mit meiner Familie. Da ist die Frau Elisabeth, Verena, der Helmut und der Stefan. Da sind 4,5 Hektar Feld, Wiesen. 2,5 haben wir noch gepachtet. Und das sind 11 Hektar Wald und haben noch 82 Erschwernispunkte. Der Unterberghof ist ein ganz besonderer Hof. Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude sind in zwei Einheiten unterteilt. Zwei Familien leben im Wohnhaus nebeneinander. Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind stark exponiert. Ebenso die Wiesen und Weiden, die nah am Hof liegen. Der Einsatz von Maschinen ist aufgrund der Steilheit der Wiesen nur eingeschränkt möglich. Dennoch werden sie vorbildlich bewirtschaftet. Zum Unterberghof gehört auch eine Alm. In mühevoller Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail hat Alois Niederkofler die Almhütte saniert. Seine Frau möchte hier einen Nebenerwerb für sich und die Familie schaffen. Wir haben das nächste Jahr geplant, ein Jahr zu schenken. Da gehen viel deutsche Touristen und auch Italiener in August kommen viel und heute ist aber eben auch wieder hinten gewesen und dann sind auch eben viel zu uns gekommen und haben gefragt, ob sie etwas zu trinken bekommt mit der Zessen und dann haben wir uns gedacht, dann probieren wir das nächste Jahr einmal. Ja. Ich habe gewählt selber wie Käse machen und halt eben die Eigenprodukte, was wir daheim ja selber machen, habe ich gewählt auch wie verkaufen. Ja. Am Hof sollen in den nächsten Jahren zwei Ferienwohnungen entstehen. Haupteinnahmequelle und Lebensgrundlage der Familie Niederkofler ist und bleibt aber die Milchwirtschaft. Ja, wir haben im Stall ungefähr 14, 15 Stück Viech. Ungefähr 10 Melchkühe haben wir so. Einmal mehr, einmal weniger. Und haben wir so ein Jahr ungefähr bei den 50.000 Liter Milch. Ja, wir müssen halt die Milch da jeden Tag ins Dörfchen bringen. Das sind da 2 Kilometer, was man machen muss. Und natürlich im Winter ist das ein bisschen schwierig. Aber das muss sein und das ist. Da wechselt man sich ab mit den Nachbarn, einmal fast der, einmal der andere. Dann geht das recht gut. Oft macht sich Alois Niederkofler Gedanken über die wirtschaftliche Zukunft seines Bergbauernhofes. Die Entwicklung des Milchpreises und die Veränderungen am Absatzmarkt lassen auch ihn nicht kalt. Ja, die Zukunft, ganz ein bisschen skeptisch sehe ich das schon, weil man jetzt eben wieder herrscht, dass die Milchpreise eher wieder ein bisschen zurückgehen sollten. Das ist aber natürlich für uns ganz schwierig, weil wir einfach von dem leben. Die Milch ist bei uns eigentlich alles, was wir haben. Nicht?
weil das andere Holz und Fleisch und die Sachen, die haben wir einfach keinen Wertspeins. Wir müssen hoffen, dass vielleicht echt der Holz und die Fleischpreise ein bisschen anziehen. Diese Hoffnung haben wir halt und sich halt hauptsächlich mit Zu- und Nebenerwerb schauen, weiterzumachen. Damit Alois Niederkofler eines Tages den Hof, den er von den Eltern übernommen hat, an seine Kinder weitergeben kann. Der Hof liegt hier im Waldburg in Ulten, das ist der Ortelhof. Er ist 1454 Meter über dem Meer und ist 8,5 Hektar sein Kulturgrund, 46 Hektar Wald und 1,5 Hektar Wald. Und wir haben, sind wir jetzt schon ein paar 5 Jahre für die Nachbarn noch 5 Hektar, was wir zumachen und alles. Viel mit der Hand zu machen. Und die Familie, wir haben 9 Kinder. Oh ja, und 2 Enkelkinder. Josef Staffler bewirtschaftet den Hof mit Sohn Christian. Die Felder können trotz steiler Hänge mit Maschinen bewirtschaftet werden, was die Arbeit erleichtert. Die Wirtschaftlichkeit des Hofes hat Josef Staffler stets im Auge gehabt und nur jene Investitionen getätigt, die nötig waren. Die Einnahmequellen vom Hof ist sicherlich an erster Stelle Milchwirtschaft und so ein bisschen Fleisch und Zucht, so Milch und Zuchtvieh miteinander gekuppelt. Das Holz ist so auch, war auch, da in Ulten ist viel Holz, war auch ein Klon, so jetzt ist halt leider mal eine ganze Klone Nebeneinnahme. So was auch in letzter Zeit, zum Urlaub auf dem Bauernhof, ist sicher Zukunft nehmen können. In den 90er Jahren wurde eine neue Beregnungsanlage errichtet, mit der die Wiesen und Weiden bewässert werden. Dafür mussten 6 Kilometer Leitung verlegt werden. Die 87 Erschwernispunkte der Höfekartei zeugen von der extremen Lage des Ortlerhofes. Dennoch haben Josef und Annelies Staffler alles daran gesetzt, den Hof möglichst gut zu bewirtschaften. So wurden Wiesen planiert, Wege und Zäune instand gehalten. Früh schon hat Sohn Christian Verantwortung am Hof übernommen. So wie sein Vater Josef ist er mit Leib und Seele Bergbauer. Die Verbundenheit mit der Natur und der Heimat kennzeichnet auch ihn. Ja, in erster Linie bin ich da seit Kindheit auch aufgewachsen und ich habe eine Freude mit der Natur, mit den Viechern und mit der Waldwirtschaft. Ich tue auch nebenbei Hölzern. Und das freut mich, dass ich halt kann so einen Bergbauern nehmen und halt weiterführen. Da hoffen wir halt, dass die Milchpreise so bleiben und nicht in den Keller gehen, aber können wir weiter ein gutes Leben. Trotz aller Arbeit hat Josef immer auch noch die Zeit für die Allgemeinheit gefunden. Das Gemeinwohl lag ihm besonders am Herzen. Respekt und Dankbarkeit verdient Josefs ehrenamtliche Tätigkeit. Ortsobmann des Südtiroler Bauernbundes,
Mitglied der Bauernjugend, Obmann der Viehzuchtgenossenschaft, Mitglied des Gemeinderates, der Musikkapelle und der Höfekommission, Vorstand im Milchhof Meran, im Bodenverbesserungskonsortium und in der Alminteressenschaft. Dieses Engagement hat Josef seinen Kindern vererbt. Ja, wir Geschwister haben eigentlich alle den Beruf erlernen, den wir gewählt haben. Wir haben eigentlich jeder einen anderen Beruf erlernt, das finde ich auch ganz interessant. Und auf den Weg möchte ich schon der Mama und Tate danken, dass sie uns allem unterstützt haben und dass wir eigentlich unseren Weg gehen gedürft haben. Der Tate hat allen gesagt, wissen wir es das, aber nachher darf es nicht uns die Schuld geben, wenn es noch nicht gut geht, die Entscheidungen, die es eigentlich trifft. Und eben, schön ist schon einfach in unserer Familie, dass wir uns alle so gut verstehen und dass wir alle gern da daheim sein und gern in der Stube einander sitzen und miteinander reden. Und ich finde einfach schön, Sterne, wir sind eine große Familie. Lebensmittelpunkt war aber die Familie. So sorgten Josef und Annelies für eine gute Ausbildung der Kinder, ohne ihnen jedoch Lebensentscheidungen aufzudrängen. Dafür sind ihnen die Kinder heute dankbar. Johann Alber bearbeitet auf 1350 Meter Meereshöhe das Mühlhöfel in Tanas in der Gemeinde Laas. 1980 hat Johann den Hof von seinen Eltern übernommen. Seither bewirtschaftet er 7,5 Hektar Wiesen und 3,5 Hektar Weide. Der Sohn Thomas arbeitet am Hof mit. Johann mit seiner Erfahrung und Thomas mit seinen neuen Ideen ergänzen sich gegenseitig. Dennoch sind auch hier und da Kompromisse nötig. Ja, bei uns im Hof ist es eigentlich auch so, dass wir eigentlich alle gut zusammenarbeiten. Also der Bauer und die müssen meistens so bei der Arbeit beieinander. Und so oft ist es ganz interessant, wenn jemand ein älterer ist, dann hat er oft so mehr Erfahrung, kann sie nicht schnell bringen im Bauer und so. Und dann natürlich oft passt das nicht ganz gut zusammen. Also der Ältere hat einfach oft andere Vorstellungen als der Junge. Dann kommen oft nicht ganz in die gleiche Meinung. Aber dann versucht man irgendwie wieder flott zusammenzukommen, dann passt das schon wieder. Ich kann auch viel von Tata lernen. Und somit glaube ich auch, dass für das späte Leben viel Beitrag. Wenn man, und das ist ja Kompromisse eingehen. Ist auch nicht schlecht und ist für ein späteres Leben auch ganz wichtig. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man mit den Eltern am Hof zusammenarbeitet, solange es geht, solange man sie hat. Ja, das ist meine Meinung dazu. Johann war immer bemüht, den Hof in Schuss zu halten. In den 80er Jahren wurde das Wohnhaus saniert. 1993 wurde ein Stück Wiese entsumpft. 1997 mit viel Mühe der Stall samt Heustadel gebaut. Die Instandhaltung der Wege, Mauern und Zäune musste nebenher erfolgen. Zu tun gab es immer etwas am Hof. Wie vielerorts am Finchker Sonnenberg ist das Wasser ein besonders kostbares Gut. Mit dem Wasser haben wir da ein bisschen ein Problem, weil wir haben jetzt eigentlich viel weniger Wasser. Früher, also die 60er Jahre, zwischen 50 und 60, ist auf der Nasser vor die Prägung gebaut worden. Früher ist mit den Kandeln oben rausgegangen und dann haben die Kandeln eigentlich oft so Wasser verloren. Oder es ist übergegangen oder es ist ein Stein in den Kunden gewesen. Und dann ist das Wasser übergegangen und die Zinsere Quelle hat das dann ein bisschen gespeist.
Und jetzt, seitdem sie die Prägung haben ausgebaut und die Rohre, sind die Rohre nicht mehr hin. Also gar kein Wasser mehr verloren. Und die Kinzer Quelle kann nicht mehr speisen. Und aus dem Grund haben wir jetzt viel zu wenig Wasser. Der Nase liegt halt ganz in einem sonnigen Loch und da ist einfach warm, heiß im Sommer. Und dann müssen wir zuschauen, weil Prinz da alles verbringt. Und da möchte die Landesregierung eigentlich schon versuchen, zu bitten, eigentlich, dass sie da auf die Hefe, wo wirklich auf die Hefe, auf die Berge sollen die Leute umbleiben, dass sie da ein bisschen besser nachschauen und sie dabei helfen. Die Familie lebt vorwiegend von der Milchwirtschaft. 13 Kühe, 8 Stück Jungvieh und 2 Kälber stehen im Stall. Von der Milch möchten Johann und Thomas auch weiterhin irgendwie leben können. Daher hat Thomas einen Wunsch. Ich darf mir wünschen, dass die Südtiroler allgemeine Bevölkerung mehr Linzer Produkte kaufen darf. Dass sie sich auch bewusst ist, was für wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich verstehe schon, heute muss man schauen, wenn man durchkommt, dass es lohnt. Also es ist allgemein so heute. Und ich darf aber recht. Wir wünschen, dass die Leute mehr auf die großen Produkte zugreifen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber es steckt viel Arbeit und viel Fleiß dahinter. Ich habe jetzt 15 Hasen als 18. Klone. Und da sind die 4. So 14 Gräser. Das ist der braune durchschnittliche Mandel. Und das ist halt nur die Mutter. Sechs Kinder haben Johann und Margaret großgezogen. Neben Thomas und Siegfried, dem Jüngsten in der Runde, gehören auch Lydia, Ulrike, Martin und Josef zur Großfamilie am Mühlhöfel. Der Bauernbund und der Bauernstand haben auch in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie sind es, die mitgestalten, mitreden müssen. Und ich glaube, Gott auch im abgelaufenen Jahr hat sich der Bauernbund wiederum bemüht, erstens einmal zu schauen, dass die Preise halbwegs stimmen, denn das ist halt etwas Wichtiges, dass wir gesunde Nahrungsmittel produzieren, gute Nahrungsmittel produzieren, dass wir die auch entsprechend schützen, absetzen können und dafür auch einen gerechten Preis erhalten können.